Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Web Talk Parlament im Krisenmodus, liberale Politik in Zeiten der Corona-Pandemie mit dem Vorsitzenden der FDP-DVP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Dr. Hans-Ulrich Röke. Moderiert wird die Veranstaltung von dem stellvertretenden Chefredakteur der Stuttgarter Nachrichten, Wolfgang Molitor. Mein Name ist Roland Papisch, ich bin Programmmanager der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Reinhold-Meyer-Stiftung in Baden-Württemberg und darf Sie heute im Namen der Stiftung begrüßen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat aufgrund der Pandemie ihre Präsenzveranstaltungen im Land ausgesetzt und veranstaltet stattdessen unzählige Web-Talks wie das heutige. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. In der kommenden Stunde befassen wir uns mit dem aktuellen Corona-Geschehen. In Krisenzeiten schlägt ja bekanntlich die Stunde der Exekutive. Die Opposition rückt ein wenig in den Hintergrund. Dr. Hans-Ulrich Röke wird Ihnen als Vorsitzender einer Oppositionsfraktion einen kurzen Überblick über die aktuelle Lage durch einen Impulsvortrag geben und im Anschluss mit Herrn Wolfgang Molitor die liberalen Positionen zur aktuellen Politik in Bund und Land diskutieren. Sie haben stets die Möglichkeiten, über das F&A-Tool, das ist das Tool mit den beiden Sprechblasen, Fragen zu stellen. Wolfgang Molitor wird diese dann versuchen, in dem Gespräch zu thematisieren, aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch keine Namen nennen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei diesem Web-Talk und übergebe das Wort an Dr. Hans-Ulrich Röke. Ja, vielen Dank, Herr Papesch. Ich begrüße Herrn Molitor und alle Teilnehmer und freue mich über die Gelegenheit, quasi als Oppositionsfraktion unsere Positionierung zum Thema Corona-Krise nun auch deutlich zu machen. Denn es ist, wie Sie gesagt haben, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Und insofern ist es nicht selbstverständlich, dass man als Oppositionsfraktion hier zum Zug kommt. Ich will zunächst mal mit einer Präsentation ein bisschen die Positionierung der FDP und des Parlamentarismus in dieser Krisensituation deutlich zu machen. Ja, Parlament im Krisenmodus, in der Tat, die Macht verlagert sich sozusagen von der Legislative, vom Parlament hin zur Exekutive. Wir haben ohnehin eine Situation, wo in der Gewaltenverflechtung des parlamentarischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, also auch im Land Baden-Württemberg, Gewaltenverflechtung in diesem Sinn heißt, die Exekutive, die jeweilige Regierung geschieht überlagert. So etwas wird in der Krise noch verschärft. Das haben wir erlebt in den letzten. Wir haben zunächst mal die ein Argument gegeben hat, dass ist mit Blick auf Bilder wie beispielsweise in Italien, wo sich die Särge gestapelt haben oder die Massengräber in New York, ist klar, dass wir eine solche Situation in Deutschland und in Baden-Württemberg nicht haben wollen. Die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems, die dann am Ende dazu führen kann, dass Ärzte zu entscheiden haben, wen kann ich noch behandeln von meinen Kapazitäten her und wen begleite ich nur noch beim Sterben, also diese sogenannte Triage, die wollten wir auf jeden Fall verhindern. Und deshalb war es notwendig, zu Beginn dieser Krise einschneidende Maßnahmen zu ergreifen, um dieses zu verhindern. Das war der Schulterschluss der demokratischen Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg, eine Positionierung, die von CDU, Grünen und SPD geteilt wurde. Eine interessante Rolle hat die AfD gespielt, die zu Beginn dieser Krise gefordert hat, harte Ausgangssperren, Separierung von Bevölkerungsgruppen. Also die AfD ist zu Beginn dieser Krise deutlich über das hinausgegangen, was die vier demokratischen Fraktionen beschlossen haben. Sie hat dann im Laufe der Krise gemerkt, dass diese Positionierung offensichtlich nicht wählerwirksam ist, dass die Regierenden von harten Maßnahmen profitieren und hat dann eine 180-Grad-Wende hingelegt und fordert jetzt seit einiger Zeit
die völlige Aufhebung aller Maßnahmen, so nach dem Motto, Corona gibt es überhaupt gar nicht, so ähnlich wie es den Klimawandel ja bei der AfD nicht gibt. Aber man sollte vielleicht der AfD auch nicht mehr Aufmerksamkeit zubilligen, als sie verdient. Die demokratischen Fraktionen haben dies jedenfalls mitgetragen, sowohl was den partiellen Shutdown anlangt, den es in Baden-Württemberg gegeben hat, als auch die entsprechenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Für Liberale ist es ja auch immer schwierig, einen staatlichen Rettungsschirm mit staatlichen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen zu beschließen. Aber in der Situation ist es völlig klar. Denn wenn man beispielsweise der Gastronomie oder dem Handel im Grunde sein Geschäft behördlich verbietet und die Unternehmen zwangsweise auf Null runterfährt, dann ist natürlich die Politik auch in der Pflicht, den Unternehmen dabei zu helfen, diese Krise in irgendeiner Form zu überstehen. Und deshalb haben wir eben auch die staatlichen Hilfsmaßnahmen mitgetragen, letztlich etwa 6,2 Milliarden, auch mit 5 Milliarden Neuverschuldung, um eben dieses auch zu finanzieren. Ja, wie gesagt, die Stunde der Exekutive in der Krise. Als Opposition war es unsere Aufgabe, dieses kritisch zu begleiten, das heißt die Regierung dabei zu unterstützen, wenn sie Richtiges tut, aber auch auf die Finger zu schauen, wenn Dinge schieflaufen. Zu Beginn waren das eher Details, beispielsweise bei den Corona-Verordnungen. Wir haben, um das herauszugreifen, etwa protestiert, als der Sozialminister Lucher plötzlich angeordnet hat, sämtliche Zahnarztpraxen zu schließen, als Alleingang bundesweit. Die anderen 15 Bundesländer haben das so nicht beschlossen. Das hat auch gewirkt. Er hat diese Verordnung dann modifiziert, hat dann zumindest erklärt, er lasse medizinisch notwendige Behandlungen in Zahnarztpraxen zu und dann relativ rasch auch wieder sämtliche Restriktionen zurückgenommen. Beispielsweise war es auch so, dass bei den Hilfsprogrammen die Start-ups zunächst nicht berücksichtigt gewesen sind. Auch das haben wir moniert. Auch das hat dann in dem Fall das Wirtschaftsministerium an dieser Stelle dann korrigiert. Also das war die, wenn man so will, modifizierende Aufgabe der Opposition. Wir haben dann auch, nachdem die Regierung festgestellt hat, sie kann ganz gut ohne Parlament leben, gemeinsam mit der SPD-Sondersitzungen des Parlaments und auch der Ausschüsse beantragt, sodass das Parlament auch wieder ins Spiel gekommen ist. Klar ist aber immer gewesen für uns, dass wir als Bürgerrechtspartei immer wieder eine Begründung der Regierenden verlangt haben. Der frühere Verfassungsgerichtspräsident Papier hat ja zu Recht festgestellt, dass jene, die Freiheitsrechte einschränken, begründungspflichtig sind und nicht jene, die Freiheitsrechte fordern. Nach unserem Eindruck hat insbesondere die Bundeskanzlerin das im Lauf dieser Krise etwas verdrängt, wenn sie beispielsweise über Öffnungsdiskussionsorgien lamentiert hat, so nach dem Motto, jetzt habe ich so einen schönen Shutdown mit dem Ministerpräsidenten beschlossen und jetzt gibt es manche von denen, die da anderer Meinung sind. Dann hat sie offensichtlich an der Stelle unsere Verfassung nicht hinreichend verstanden. Und deshalb haben wir auch immer wieder verlangt, dass die Maßnahmen gerechtfertigt wären, auch vom Hintergrund ihrer Begründung her. Wenn man nämlich sagt, wir wollen vermeiden, dass unser Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt, dann muss man immer wieder überprüfen, ob diese Gefahr tatsächlich auch besteht. Und haben wir festgestellt, dass, Herr Molitor, wollten Sie eingreifen? Ich will nicht eingreifen, ich wollte nur an zwei Stellen vielleicht ganz kurz nachfragen, wenn ich darf. In Ihrer Präsentation steht einmal der Satz, die Regierung hat die Krise genutzt, um das Parlament praktisch auszuschalten. Das klingt ja nach einem politischen Vorsatz. Sie hat, also die Krise war nicht da und die Regierung hat dann so gehandelt, sondern sie hat bewusst die Krise genutzt, um das Parlament praktisch auszuschalten,
also Sinn vieler Aktionen war die Ausschaltung des Parlaments. Kann man das so sagen, und hätte die Regierung andere Möglichkeiten gehabt, mit dem Parlament in der Effizienz und in der Schnelligkeit genauso Ergebnisse zu liefern? So hart habe ich es, glaube ich, nicht formuliert, sondern ich habe gesagt, die Regierung hat festgestellt, dass es sich auch ganz angenehm ohne Parlament lebt. Ich hatte, habe ja im Landtag gesagt, den Eindruck beim Ministerpräsidenten Kretschmann weniger. Er hat sich darum bemüht, etwa mit dem Kollegen Stoch und mir immer Kontakt zu halten und seine Politik zu erklären. Aber es gab andere Minister, wie zum Beispiel Herrn Strobel, der ja den Versuch unternommen hat, dann auch die Krise zu nutzen, um die Bundeswehr für im Inneren einzusetzen oder das, was er jetzt auf gesetzgeberischem Wege voranbringt, nämlich eine Veränderung der Gemeindeordnung, wenn es um digitale Gemeinderatssitzungen gibt, auf Verordnungsweg durchzudrücken. Oder eben auch bei Herrn Lucha, eines der Beispiele habe ich ja genannt, das Thema Zahnärzte. Ein anderes Beispiel war, dass er ja Kontaktbeschränkungen für alte Leute in Altenheimen auf Verordnungsweg durchgedrückt hat, ohne mit dem Parlament darüber zu reden. Das hat er auch am Tag, bevor die Regierung diese Verordnung beschlossen hat, schon der Presse mitgeteilt. Also es gab schon einige Minister, denen es ganz gut gefallen hat, auf dem Verordnungsweg ohne Parlament und ohne dann auch Gesetze zu regieren. Aber durchgängig würde ich diesen Vorwurf nicht machen. Beim Ministerpräsidenten, wie gesagt, hatte ich jetzt diesen Eindruck nicht zwingend. Die erste Überschrift, nochmal eine kurze Nachfrage, war Parlament im Krisenmodus, wenn man von Ausschaltung oder einer nahezu Ausschaltung des Parlaments spricht. Ist der Weg von einem Parlament im Krisenmodus zu einem Parlament in der Krise noch ein weiter? Nein, da muss man schon aufpassen. Es gab ja dieses Infektionsschutzgesetz von Herrn Spahn, das im Bundestag beschlossen wurde, auch unter Zustimmung der Länder im Bundesrat. Das ist schon ein Stück weit die Reaktionszeit vom Parlament weg zur Regierung gegeben hat. Und Krisenzeiten, wo Regierungen schnell reagieren müssen und sich eben nicht parlamentarischen Prozessen, die etwas langwieriger sind, stellen wollen, vielleicht auch manchmal an manchen Stellen nicht können, verleiten natürlich dazu, daraus einen Dauerzustand zu machen. Ich will ausdrücklich sagen, ich unterstütze nicht jene Verschwörungstheoretiker, die das auszuhebeln, das Parlament auszuhebeln, um quasi eine dauerhafte Diktatur zu etablieren. Es müssen nicht jene, die die Prärogative von Frau Merkel anzweifeln, begründen, sondern es muss Frau Merkel begründen, warum es notwendig ist, dass sie in einer von der Verfassung nicht vorgesehenen, institutionalisierten Videokonferenz mit 16 Ministerpräsidenten das Land regiert und eben nicht die gewählten Volksvertreter. Die Frage, die sich in dem Zusammenhang viele auch unserer Leser und Leserinnen stellen, ist ja die Abwägung zwischen Gesundheits- und Seuchenschutz und der, ich will nicht sagen Außerkraftsetzung, aber aus der Verengung von Grundrechten, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ach. Da geht es um Abwägung, und die Abwägung ist deswegen schwierig, da sehen wir ja jeden Tag aufs Neue, kommen Sie ja nicht gleich nochmal drauf, weil es auch in der Pandemie ein Auf und Ab nicht nur von Entwicklungen, sondern auch von Fakten oder von Fakteninterpretationen gibt. Insofern hat die Politik ja selten eine Chance oder kaum eine Chance, auf einer belastbaren, vorhersehbaren Faktenlage schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Naja, es gab schon Fakten. Nämlich, wenn ich zu Beginn einer Krise sage, ich muss verhindern, das ist das Ziel und das ist auch die Begründung für den Shutdown, ich muss verhindern, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird, dann muss ich das anhand der vorliegenden Zahlen rechtfertigen. Das kann man
relativ einfach bezogen auf Baden-Württemberg tun. Wir haben in Baden-Württemberg aktuell 3.800 Intensivbetten. Und diese 3.800 Intensivbetten stehen, abgesehen von den Intensivbetten, die man für andere schwere Erkrankungen braucht, zur Verfügung, um eben Corona-Patienten mit einem schwerwiegenden Krankheitsverlauf zu helfen. Jetzt hat Herr Spahn Ende März erklärt, wir haben zwar jetzt noch nicht so viele auf den Krankenstationen, aber das ist erst die Ruhe vor dem Sturm. Mit einer Verzögerung von 10 bis 14 Tagen bekommen wir in Deutschland auch italienische Verhältnisse. War seine Prognose vom 25. März. Da kann man objektiv feststellen, diese Vorhersage ist nicht eingetreten. Herr Lucha im Land hat verkündet Ostern. Ostern kommt der Peak. An Ostern kommt unser Gesundheitssystem an den Rand. Ist nicht eingetreten. Wir hatten Ostern etwa die Hälfte der 3.800 Intensivbetten belegt. Mittlerweile sind wir in einer Situation, kann man ja ausrechnen, jeden Tag gibt das Staatsministerium die Zahlen bekannt, dass wir aktuell weniger Infizierte in Baden-Württemberg haben als Intensivbetten. Und wenn man dann feststellt, dass nur ein geringer Anteil der Infizierten tatsächlich bettlägerig im Krankenhaus wird, ist eben die ursprüngliche Rechtfertigung nicht mehr gegeben. Und deshalb haben diejenigen, die den Shutdown aufrechterhalten wollten, auch relativ rasch die Begründung gewechselt. Es war dann die Rede vom Verdopplungszeitraum. Man müsse einen Verdopplungszeitraum von 14 Tagen erreichen. Mittlerweile sind wir bei einem Verdopplungszeitraum von 85 Tagen, wäre also nicht mehr zu rechtfertigen. Und folglich hat das Kanzleramt dann auch relativ rasch auch diese Begründung wieder verlassen und kam mit dem Reproduktionsfaktor. Der Reproduktionsfaktor 1 sei anzustreben. Und wenn der auf 1,1 steige, dann käme das Gesundheitssystem eben im Oktober an seine Grenzen. Dann war der Reproduktionsfaktor dann auch deutlich unter 1. Dann kam wieder die nächste Begründung, nämlich die Warnung vor einer zweiten Welle, die da kommen möge. Und mittlerweile sind wir bei 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Also die Begründungen haben immer wieder gewechselt. Es wird deutlich, dass von ihrer ursprünglichen Begründung her die Regierenden eben den Shutdown nicht mehr rechtfertigen können. Es wird widersprüchlich agiert. Dieser Reproduktionsfaktor, der kann dann vom Robert-Koch-Institut gar nicht erklärt werden auf Nachfrage. Der Berechnungsmodus wird immer wieder verändert. Und das führt natürlich dazu, dass die Bevölkerung misstrauisch wird, dass die Menschen sich hinters Licht geführt werden. Dann wächst Wut und dann gehen die Leute auf die Straße. Das ist das Eigentliche, was ich kritisiere in dieser Corona-Krise, dass Regierende zur Aufrechterhaltung des Shutdown immer wieder ihre Begründungen wechseln und dabei widersprüchlich agieren und mit Rechenmodellen unterwegs sind, die für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar sind. Und dann muss man sich nicht darüber wundern, dass die Wut innerhalb der Bevölkerung entsteht. Das ist aber im Prinzip, Herr Dr. Rühlke, ein Grundproblem der Politik aus meiner langjährigen Betrachtung. Man verlangt als Bürger oder viele Bürger verlangen von der Politik etwas erklärt zu bekommen, was eine Politik im Prinzip nicht erklären kann. Eine zweite Welle kann man nicht vorhersagen, weil man nicht weiß, wie sich zum Beispiel die Hygiene oder die Schutzbestimmungen in der Bevölkerung durchsetzen lassen. Wenn man den Erfolg hat, den Sie ja gerade im Prinzip ja auch bestätigen, stellt sich die Frage, ist Übertriebenes auch gleichzeitig Unnötiges, wenn man im Hinterher doch sagen kann, wir haben doch eigentlich an den Ergebnissen der Belastung des Gesundheitswesens, der Todesfälle, eigentlich alles richtig gemacht. Ja, das kann man so sehen. Das ist natürlich wie das Henne-Ei-Problem. Man weiß nicht, ob die Maßnahmen übertrieben waren oder ob genau diese Maßnahmen dazu geführt haben, dass das Corona-Geschehen bei uns in Deutschland und in Baden-Württemberg relativ glimpflich abgelaufen ist.
Da will ich auch gar nicht rumrechnen. Ich habe ja gesagt, zu Beginn der Krise war das nicht absehbar. Und deshalb war es durchaus nachvollziehbar, zu einem Shutdown zu kommen. Nur wenn man das selbstgesetzte Ziel erreicht hat, nämlich sicherzustellen, dass das Gesundheitssystem eben nicht überlastet wird, dann muss man mit dem Shutdown aufhören, weil dann hat man ja sein Ziel erreicht. Um mit der zweiten Welle zu argumentieren, das halte ich für schwierig. Die zweite Welle, die kann natürlich beispielsweise im nächsten Winter kommen. Die kann, wenn man keinen Impfstoff bis dahin gefunden hat, auch noch im übernächsten Winter kommen. Und es wird ja wohl niemand ernsthaft fordern, dass wir zu einem permanenten Shutdown kommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Impfstoff gefunden ist und alle geimpft sind. Und deshalb halte ich die Warnungen vor der zweiten Welle nicht für einen hinreichenden Grund, um weiter freiheitsbeschränkende Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Nachfrage zu dem Punkt nochmal, Herr Dr. Rülke, ich habe es gerade schon angesprochen, die Politik muss nicht nur entscheiden, sondern sie muss abwägen. Ja. Das ist, glaube ich, zurzeit die Hauptaufgabe und das Hauptrisiko auf unterschiedlichen Fakten und Prognosen, Entscheidungen zu treffen, die sich im Nachhinein als richtig und im Nachhinein als falsch entscheiden. Und hinterher haben es alle hinterher ja auch besser gewusst. Ist die Frage der Abwägung in der Frage von Gesundheitseinschränkungen, von Einschränkungen von Bürgerrechten Ihrer Meinung nach von der Regierung übertrieben worden? Ich bleibe nochmal bei diesem Begriff. Oder hat man da doch im Nachhinein das Menschenmögliche getan, auch wenn man sich hinterher vorwerfen lassen muss, an der einen oder anderen Stelle dann die Schraube doch zu stramm gedreht zu haben? Also Abwägung bedeutet natürlich, dass man auf der einen Seite ein bestimmtes Ziel verfolgt, das löblich ist, ohne Zweifel. Man will Menschenleben retten. Auf der anderen Seite muss man aber immer wissen, dass eine solche Politik auch ihre ökonomischen und sozialen Kosten hat. Nun wird möglicherweise ein Kritiker der Haltung der FDP sagen, aber man kann doch nicht ökonomische Kosten gegen Menschenleben aufrechnen. Das ist sicherlich richtig. Aber es gibt eben auch soziale und ökonomische Kosten, die Menschenleben fordern. Wenn beispielsweise jemand, dessen Existenz vernichtet wird, weil man ihm sein Einzelhandelsgeschäft schließt, sich am Dachboden aufknüpft, ist er auch ein Opfer der Corona-Krise. Wenn häusliche Gewalt, weil die Kindergärten geschlossen sind, dazu führt, dass ein Kind stirbt, sind das eben auch Opfer dieser Corona-Politik. Und genau diese Abwägung muss man vornehmen. Man muss sich ganz klar die Frage stellen, welche Ziele erreiche ich und welche sozialen und ökonomischen Kosten verursache ich auf die Art und Weise. Und mein Vorwurf ist nicht der, dass die ursprüngliche Zielsetzung diese sozialen und ökonomischen Kosten nicht gerechtfertigt hätte, sondern mein Vorwurf ist der, dass man diese Politik immer noch aufrechterhalten hat, nachdem klar wurde, dass man das ursprünglich gesteckte Ziel erreicht. Eine Frage eines Zuschauers, die mir auf den Schirm kommt. Die Frage lautet, sind Sie wirklich der Meinung, dass die unterschiedlichen Begründungen der Regierung unverhältnismäßig, also willkürlich sind? Nun, jedenfalls ist feststellbar, dass es das Ziel der Regierung gewesen ist, zumindest der Kanzlerin für ganz Deutschland und von Herrn Kretschmann für Baden-Württemberg, möglichst lange freiheitsbegrenzende Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Das war offensichtlich das Ziel. Andere, wie zum Beispiel Herr Laschet, haben das offensichtlich anders gesehen. Und insofern habe ich schon den Eindruck, dass man, um diese Maßnahmen rechtfertigen zu können, seine Begründungen gewechselt hat. Bei Herrn Laschet haben Sie das Gefühl, das ist eine andere Positionierung gegenüber Kretschmann, weil er in seiner Landesregierung eine liberale Kompetenz an seiner Seite hat? Also die FDP in Nordrhein-Westfalen hat sicher darauf gedrängt, freiheitsbegrenzende Maßnahmen schneller zu überwinden
als das in anderen Bundesländern der Fall gewesen ist. Wenn ich mir aber auch das persönliche Agieren von Herrn Laschet und seine Argumentation anschaue, hatte ich den Eindruck, dass er auch persönlich selber davon überzeugt gewesen ist. Also ich überschätze jetzt den Einfluss des Juniorpartners FDP in der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht so, dass ich sage, der Laschet ist sozusagen die Marionette der Landes-FDP in Nordrhein-Westfalen. Ich würde gerne noch mal bei den Bürgerrechten bleiben, bevor wir zur Wirtschaft kommen, Herr Dr. Röke, der auch von Ihnen zitierte. Herr Papier hat heute gesagt, ich zitiere, die Menschen werden ihre Freiheiten zurückbekommen ohne Abstriche. Da bin ich sicher. Gleichwohl kriegen wir auch am Wochenende in Stuttgart offensichtlich noch mal eine weitere Mobilisierung, Aufregung, geschürte Aufregung in der Frage, unsere Freiheit steht auf dem Spiel und die Bürgerrechte werden außer Kraft gesetzt. Und ist die FDP wie keine andere, darf ich wohl sagen, eine Bürgerrechtspartei, ist mein Eindruck, dass sie ein bisschen in die Bredouille kommen, sich zwischen erkennbar problematischen Protestierern und einen Kampf für die Erhaltung und Verteidigung der Bürgerrechte zu positionieren? Ja, das ist nicht einfach. Auf der einen Seite würde man gerne in der Öffentlichkeit vielleicht noch deutlicher sich für Freiheitsrechte einsetzen. Auf der anderen Seite ist es bei den Demonstrationen, die momentan stattfinden, schwierig. Es gibt einen Kollegen in Ostdeutschland, der zu einer solchen Demonstration eingeladen wurde. Ich selber wurde auch eingeladen für vergangenen Samstag in Stuttgart. Offensichtlich hat der Kollege Kemmerich eine andere Entscheidung getroffen wie ich. Ich glaube, ich habe die bessere Entscheidung getroffen, aber es hat natürlich dann auch den Nachteil, dass man nicht ganz so wirkungsmächtig rüberkommt. Ich will Herrn Papier an der Stelle ausdrücklich recht geben. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Menschen ihre Freiheitsrechte vollständig zurückbekommen. Ich halte es für übertrieben und für eine Verschwörungstheorie, jetzt den Regierenden, beispielsweise Frau Merkel, zu unterstellen, sie wolle die Krise nutzen, um quasi eine postfaschistische Diktatur in Deutschland zu errichten. Das ist sicherlich falsch. Ich habe allerdings schon ein bisschen den Verdacht, dass man sich durchaus freut über persönliche Zustimmungswerte und ein demoskopisches Wachstum der eigenen Partei und von daher schon ein gewisses Interesse daran hat, die Freiheitsrechte ein klein wenig später zurückzugeben, als es unbedingt notwendig wäre. Und das ist auch das, was wir kritisieren. Und das ist auch wohl das, was manche in diesen Bürgerbewegungen, es gibt ja auch Leute, die guten Willens sind, in diesen Bürgerbewegungen bemängeln. Und das ist auch das, was Verschwörungstheoretikern Auftrieb gibt. Und deshalb plädieren wir halt dafür, die Freiheitsrechte nur so lange einzuschränken, wie es unbedingt notwendig ist, um eben solchen Verschwörungstheoretikern nicht Wasser auf die Mühlen zu geben. Das jetzt nicht nutzen, um doch noch mal tiefer in die Befindlichkeiten der FDP vorzustoßen, Herr Dr. Rüge. Aber Herr Kemmerich hat heute ja mitgeteilt, dass er seine Ämter im FDP-Bundesvorstand ruhen lässt. Es gab auch aus der FDP die üblichen, aus vielen Parteien bekannten Rufe nach Parteiausschluss. Ihr Landesvorsitzender Michael Theurer hatte Boris Palmer vor wenigen Tagen eher eingeladen, in die FDP einzutreten, weil die Meinungsfreiheit bei der FDP gut aufgehoben ist. Da liegen die Nerven dann schon so ein bisschen blank. Gell? Ja, man könnte ja vielleicht tauschen, Herrn Palmer und Herrn Kemmerich, müsste man die Grünen dazu fragen. Nein, aber Sie wollen den Herrn Palmer nur nach Thüringen loswerden, Herr Rülke. Gell? Ernsthaft gesprochen, nein. Parteiausschluss ist mit Sicherheit kein Thema. Erstens mal gibt es da hohe Hürden. Das würde man mit Sicherheit juristisch nicht durchsetzen können. Und zum Zweiten ist es richtig, es herrscht Meinungsfreiheit, auch bei uns. Für Herrn
Kemmerich. Allerdings muss sich jeder verantwortliche Politiker schon an der Frage messen lassen, ob sein Verhalten klug gewesen ist. Und bei der Bundesvorstandssitzung am heutigen Vormittag hat sich niemand gemeldet, der das Verhalten von Herrn Kemmerich als klug eingestuft hat, auch Herr Kemmerich selber nicht. Nun hat man in der FDP ja nun schon oft Gelegenheit gehabt, über die Klugheit von Thüringer Parteientscheidungen nachzudenken, aber das sprengt jetzt, glaube ich, unser Gespräch. Ich würde gerne noch einmal auf die Bürgerrechte zurückkommen. Was läuft eigentlich schief im Lande oder läuft überhaupt etwas schief, dass so viele Menschen sich auf einmal in ihrer Freiheit bedroht fühlen, die Demokratie in Frage stellen, sich mit wilden Diktaturideen auf die Plätze treiben lassen oder das natürlich freiwillig tun? Noch ein Satz von Papier, der heute sagte, es ist diese Aufwallung ist nicht nur ein Problem der liberalen Elite, doch diese liberale Elite, und ich glaube, er macht sie nicht parteipolitisch fest, interessiere sich häufig eher für Menschen, die offensichtlich diskriminiert werden. Zitat, das ist auch wichtig und richtig und wir machen da gute Fortschritte, aber die große Mitte, all jene, die nicht öffentlich benachteiligt sind, sondern die, die eher unter dem Radar ein normales Leben leben, fühlen sich so, dass man ihnen zu wenig Aufmerksamkeit entgegenbringt. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, was weit über Corona bei Wutbürgern und bei Wahlverhalten nicht nur in ostdeutschen Ländern zu beobachten ist. Ja. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass ich die Präsentation ausblende. Wir sind ja so tief in der Diskussion. Ja, wir kommen auch wieder drauf zurück. Bitte? Wir kommen gleich wieder drauf zurück. Ich finde, ja, bitte. Soll ich es noch lassen? Sonst, nein, bitte sehr. Bitte sehr. Ja, sonst würde ich es einfach ausblenden. Ich meine, wir sind ja so tief in der Diskussion, da kann man das in der Diskussion alles abhandeln. Gut. Ja, zu Ihrer Frage. In der Tat, was ich beobachte seit einigen Jahren, ist ein zunehmend erodierendes Vertrauen, gerade auch der Mitte der Gesellschaft, in die politischen Eliten. Das macht Phänomene möglich wie Trump in den USA, Boris Johnson in Großbritannien oder auch die AfD bei uns. Ein gewisses Misstrauen oder der Eindruck, diejenigen, die da politisch Verantwortung tragen, haben sich von ihrer Basis entfernt. Die schweben in einer Blase in Berlin und wissen nicht mehr, was dem durchschnittlich Arbeitenden in der Bevölkerung auf der Seele liegt. Dieser Eindruck ist in der Tat entstanden und erklärt manche Wutausbrüche innerhalb der Gesellschaft, wie beispielsweise Stuttgart 21, politische Phänomene wie erst die Piraten und jetzt die AfD und möglicherweise auch eine Bürgerbewegung, die man ja identifizieren muss, abseits von Verschwörungstheoretikern, radikalen Impfgegnern, Reichsbürgern und so weiter. Bei den 10.000, die da ungefähr auf dem Cannstatter Wasen samstags erscheinen, gibt es sicher die unterschiedlichsten obskuren Gruppierungen. Und die üblichen Verdächtigen der AfD sind dort auch schon wieder unterwegs, weil sie hoffen, da politisch Honig draus saugen zu können. Aber es gibt auch durchaus ernsthafte, durchaus gemäßigte, durchaus vernünftige Menschen aus der bürgerlichen Mitte, die kein parteipolitisches Ziel verfolgen, auch nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien huldigen, sondern die besorgt sind um die Demokratie und um die Frage, ob ihre Anliegen, die Anliegen der Mitte der Gesellschaft bei den politischen Eliten überhaupt noch ankommen. Das gibt es. Das muss man als politisch verantwortliche Parteien selbstkritisch anerkennen. Und deshalb ist es umso notwendiger, und das ist eigentlich mein Kernanliegen, dass man die Politik, die man betreibt und die möglicherweise zu Einschränkungen bei den Menschen führt, Grundrechte,
wirtschaftliche Not, die ja diese Corona-Politik mit sich bringt. Kinder, die zu Hause eingesperrt sind, die dann eben nicht in die Kita können oder die Schule, was dann auch wieder dazu führt, dass dann Eltern vielleicht nicht arbeiten gehen können und so weiter. Da muss einfach das Vertrauen vorhanden sein bei diesen Menschen, dass diejenigen, die so etwas beschließen, dann auch tatsächlich es machen, weil sie es machen müssen oder weil sie zumindest davon überzeugt sind, dass sie es machen müssen. Und dann muss man diese Politik erklären und muss auch bei den Zielsetzungen, die man formuliert hat, bleiben. Und meine Kritik ist eben, dass das nicht der Fall gewesen ist, dass man die Politik nicht gut genug erklärt hat und dass die Begründungen der Regierenden immer wieder gewechselt haben. Und das fördert genau das Misstrauen, das wir erleben. Und deshalb sind eben nicht nur Verrückte auf dem Cannstatter Basen, sondern auch Menschen, die wir im politischen System einfach halten müssen. Einer der Zuschauer fragt, können Sie bitte Kriterien nennen, die aus Sicht der FDP dafür stehen, dass Einschränkungen der persönlichen Freiheit wieder aufgehoben werden müssen oder sollten? Ja, eben von der Zielsetzung her argumentiert. Nicht? Es gibt ja manche, die sagen, diese Corona-Pandemie ist zumindest in Deutschland nicht schlimmer als eine Grippewelle. Wenn man sich die Zahl der Toten anschaut, kommt man zum Ergebnis, wir haben jetzt in Deutschland etwas mehr als 7.500 Tote. Wir hatten vor 2 Jahren eine Grippeepidemie, die zu etwa 20.000 Toten geführt hat. Ich sage voraus, wir werden im Juni vermutlich feststellen, es gibt keine relevante Zahl von Infektionszahlen mehr in Deutschland und wir haben deutlich weniger Tote. So, das würde diejenigen bestätigen, die sagen, Corona ist eine milde Form der Grippe. Man wusste das aber erstens zu Beginn nicht so genau und zweitens wissen wir noch nicht genügend über dieses Virus. Warum jetzt auch bei manchen jüngeren Menschen es sich so dramatisch auswirkt? Warum es in Italien so deutlich dramatischer sich ausgewirkt hat oder in den USA wie bei uns. Und deshalb war es richtig, und das ist das Hauptkriterium, am Anfang dieser Pandemie sicherzustellen, dass unser Gesundheitssystem dazu in der Lage ist, mit den Auswirkungen fertig zu werden. Und das hat auch einen Shutdown gerechtfertigt. Da waren die sozialen und ökonomischen Kosten dieser Politik berechtigt. Jetzt ist aber erkennbar, dass unser Gesundheitssystem gar nicht mehr an seine Grenzen kommen kann, wenn wir in Baden-Württemberg weniger Infizierte haben, als es Intensivbetten gibt. Und deshalb sage ich, sind diese freiheitsbegrenzenden Maßnahmen, sind die sozialen, ökonomischen Kosten dieser Politik nicht mehr gerechtfertigt und deshalb muss man sie auch beenden. Eine Frage noch in dem Zusammenhang, bevor wir dann auch, glaube ich, sinnvollerweise wieder auf Ihre Präsentation zum Thema Wirtschaft und liberale Wirtschaftspolitik zu sprechen kommen. Die Frage heißt, kann die FDP nicht für die Verabschiedung allgemeingültiger Kriterien kämpfen, also Abstandsregelung, Mindestanzahl von Tests pro Woche etc., sodass in der Phase Handeln des Virus lokal unterschiedliche Lockerungsstrategien verfolgt werden können? Diese kleinteiligen, zum Teil widersprüchlichen Regelungen müssen ja zwangsläufig zu Protest führen. Ja, so ist es. Das ist ja auch das, was wir sagen. Was wir kritisieren, ist zunächst mal das merkelsche Diktum. Wir brauchen einheitliche Regelungen und keinen Flickenteppich. Man hat ja beispielsweise, und Herr Kretschmann tut es immer noch, den Ministerpräsidenten Haseloff von Sachsen-Anhalt dafür abgewatscht, dass er die Kontaktsperren aufgeweicht hat. Da sage ich, Herr Haseloff hat festgestellt, es gab Tage, wo es im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt keine einzige Neuinfektion mehr gegeben hat. Das ist doch absurd, dann zu erwarten, dass man in der Art und Weise in bürgerliche Freiheitsrechte eingreift und soziale und ökonomische Kosten verursacht im Bundesland Sachsen-Anhalt, nur damit Herr Kretschmann sagen kann,
wir agieren in der gesamten Bundesrepublik Deutschland gleich. Da halte ich es schon für besser, dann zu sagen, wir formulieren regionale Kriterien, wie beispielsweise diese 50 Fälle auf 100.000 Einwohner, damit wir regional reagieren können. Und da halte ich es auch, um das nochmal zu wiederholen, für falsch, vor einer ominösen zweiten Welle zu warnen, die nirgendwo erkennbar ist, und diese angebliche Gefahr einer zweiten Welle zum Anlass zu nehmen, den Shutdown aufrechtzuerhalten. Diese zweite Welle kann natürlich kommen. Und dann wird man darauf reagieren müssen. Aber dann, wenn sie kommt, und nicht sozusagen präventiv schon jetzt, weil sonst, wie gesagt, braucht man einen Shutdown bis zu dem Zeitpunkt, wo man nicht nur einen Impfstoff hat, sondern auch wesentliche Teile der Bevölkerung durchgeimpft hat. Und das wird ernsthaft niemand verlangen wollen. Die zweite Welle ist ja keine Erfindung von Herrn Spahn, sondern die Warnung von Virologen. Entschuldigung, ich traue auch nicht allen Virologen. Ich habe auch den Eindruck, es gibt unter Virologen einige, die diese Corona-Krise dankbar empfunden haben als Instrument, ihren eigenen Marktwert zu steigern. Mit dem Blick auf die rasende Zeit würde ich jetzt doch gerne, Herr Dr. Röke, Sie bitten, wieder Ihre Präsentation aufzunehmen, damit wir zu einem ganz wichtigen Punkt, wenn Corona einigermaßen abflaut oder zumindest in den Griff zu bekommen wäre, uns sicherlich noch mehr Probleme bereitet, nämlich die wirtschaftliche Entwicklung im Nachhinein. Also nach den Bürgerrechten und der Bürgerrechtspartei auch die Wirtschaftspartei und wie Sie die Lage jetzt und auch vor allem in der Perspektive einschätzen und steuern wollen. Ja, gerne. Mit Ihrer Erlaubnis mache ich das auf diese Art und Weise, denn technisch wird es jetzt ein bisschen umständlich, jetzt wieder in die Präsentation zu gehen und das vorzuführen. Ich glaube, wir schaffen das so. Richtig ist, dass wir jetzt natürlich nach Ende der Corona-Krise als Gesundheitskrise oder vielleicht schon zum Ende der Corona-Krise als Gesundheitskrise in eine erhebliche Wirtschaftskrise hineinschlittern. Es ist zu erwarten, dass wir gegen Ende des Jahres spätestens eine Insolvenzflut bekommen in Deutschland und in Baden-Württemberg. Es ist zu erwarten, dass wir als exportorientiertes Land Baden-Württemberg natürlich Auswirkungen bekommen, dessen, was da in den USA passiert, was in Frankreich passiert, was in Italien passiert, was in Großbritannien passiert. Also ein tiefer Einbruch des Wirtschaftswachstums, verbunden mit einem doch einigermaßen sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit, verbunden mit enormen Steuerausfällen. Das ist das, was auf uns zukommt. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Zum einen, wir müssen so schnell als möglich die Wirtschaft wieder hochfahren. Wie gesagt, wenn das formulierte Ziel, das Gesundheitswesen darf nicht über seine Grenzen hinauskommen, erkennbar erreicht werden kann, dann gibt es keinen Grund mehr, die wirtschaftlichen Schäden zu prolongieren. Das muss jetzt rasch passieren. Was muss sonst passieren? Wir müssen dort, wo es notwendig ist, staatlich uns in der Wirtschaft engagieren. Das fällt mir als Liberaler schwer. Aber es ist klar, wenn ein Staat nun durch Zwangsmaßnahmen, die notwendig sein mögen, in die Wirtschaft eingreift, was dazu führt, dass manche Unternehmen gar nicht mehr handeln können, wie zum Beispiel in der Tourismuswirtschaft, beim Messebau, bei den Schaustellern oder eben auch in der Gastronomie, dann ist er auch in der Pflicht, dort entsprechende Maßnahmen zu unternehmen, um den Unternehmen ihr Überleben zu garantieren und Arbeitsplätze zu erhalten. Ich will ein Beispiel machen. Natürlich ist es notwendig, das Unternehmen Lufthansa zu erhalten. Und deshalb sperre ich mich auch nicht gegen eine staatliche Beteiligung, die aber nur so lange, wie es unbedingt notwendig ist, ohne Eingreifen in das operative Geschäft und mit einer raschen und klaren Ausstiegsperspektive, sobald der Flügel wieder selber fliegen kann.
Und natürlich ist auch klar, dass dort, wo Steuergeld reinfließt, für diese Zeit keine Managerboni und auch keine Dividenden ausgezahlt werden können. Das wäre ansonsten widersinnig. Darüber hinaus müssen wir auf den Mittelstand. Kurz nachfragen, weil die Debatte ja quer läuft, wenn der Staat finanziell in solche Firmen einsteigt. Das Land hat ja über die Wirtschaftsministerin auch schon durchblicken lassen, dass man sich beteiligen will. Dann liegt doch der Eindruck nahe, dass der, der Geld reinschießt, auch unternehmerisch mitbestimmen will, dass das Geld, was er da hineintut, auch sinnvollerweise oder in seinem Sinne, was nicht das Gleiche ist, eingesetzt wird. Nein, also es darf nicht zu einem Eingreifen ins operative Geschäft kommen. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Aber natürlich, wie gesagt, muss man darauf achten, dass die eingesetzten finanziellen Mittel nicht zu irgendwelchen Mitnahmeeffekten verkommen, dass etwa ein Unternehmen staatliches Geld, Steuergeld in Anspruch nimmt und dann Boni auszahlt oder Dividenden. Also dieses Maß an Einflussnahme muss sein. Aber aus dem operativen Geschäft sollte sich der Staat raushalten. Wer das nicht glaubt, der möge sich die Entwicklung, die historische Entwicklung der DDR anschauen. Finanziell sind wir, meine Beobachtung, ja schon so ein bisschen am Beginn eines finanzpolitischen und wirtschaftspolitischen Wechsels. Wir haben die Neuverschuldung ad acta gelegt, zwangsläufig. Die schwarze Null steht noch irgendwo in der Verfassung, aber sie ist, glaube ich, erstmal weit weg. Wir haben die Beteiligung von Staat in privaten Unternehmen. Wir reden neu über Steuererhöhungen, zumindest für bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Das sind viele Themen, die in der SPD schon seit langem auf dem Programm gestanden haben und jetzt der Not geschuldet, wie man sagt, eigentlich Einzug in die aktive Politik auch der Regierung und der Union finden können. Da passiert momentan, glaube ich, nicht nur eine Umverteilung von Milliarden, wo kaum einer weiß, woher die kommen sollen und refinanziert werden sollen, sondern da steckt auch ein bisschen Systemisches hinter. Oder sehe ich das falsch? Ja, es gibt sicher innerhalb der SPD Überzeugungstäter wie Herrn Walter Borjans oder Frau Esken, die jetzt die Stunde gekommen sehen des starken Staates nach dem Motto, wir wollten ja immer schon die Reichen zur Ader lassen und jetzt haben wir Corona-Krise, jetzt machen wir das. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Ich glaube nicht, dass Steuererhöhungen jetzt das Gebot der Stunde sind, denn wir brauchen im Gegenteil Unternehmen, die jetzt wieder auf die Beine kommen. Und deshalb ist es notwendig, aus unserer Sicht den Solidaritätszuschlag so schnell wie möglich und zwar vollständig abzuschaffen. Denn für den Mittelstand, für Einzelunternehmer wirkt der Solidaritätszuschlag als Unternehmenssteuer, als Belastung. Und außerdem brauchen wir Entlastungen übers Finanzamt, indem beispielsweise wir den Unternehmen, und das habe ich vorgeschlagen in einem Papier, das ich morgen dann auch gerne der Öffentlichkeit in einer Videopressekonferenz vorstellen möchte, in dem das Finanzamt beispielsweise die Gewinne oder zumindest mal 80% der Gewinne aus dem Vorjahr erstattet für Unternehmen, die in Schwierigkeiten gekommen sind. Also wir brauchen nicht das, was die SPD-Spitze will, zusätzliche Belastungen für die Bürger und für die Wirtschaft. Wir brauchen Entlastungen. Da mag jetzt mancher sagen, jetzt geben wir viel Geld aus in der Krise, jetzt wollt ihr auch noch entlasten. Ich sage ja. Wir haben vor 12 Jahren eine Krise erlebt, vielleicht nicht ganz dieses Ausmaßes, aber in Baden-Württemberg ein Einbruch zweistellig bei den Steuereinnahmen und beim Wachstumseinbruch. Wir haben das rasch wieder überwunden, weil es mit der Wirtschaft wieder bergauf ging. Also es wird umgekehrt ein Schuh draus. Wir werden nicht aus dieser Krise dadurch herauskommen, dass wir der Wirtschaft zusätzliche Mühlsteine um den Hals hängen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Vögel wieder Wind unter die Flügel bekommen. Woher soll das Geld denn dann kommen?
wenn entlastet wird, wenn bezuschusst wird, wenn kreditiert wird und nicht so viel reinkommt, weil der Umsatz, das Konsumverhalten, die Exportwirtschaft nicht mehr das abwirft, was wir eigentlich ja einkalkuliert haben. Im Vertrag von Maastricht steht ja ein Ziel der gesamtwirtschaftlichen, der Gesamtverschuldung des Staates bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt von 60%. Das hatten wir in der Vergangenheit nie erreicht, obwohl man es unterschrieben hat. Wir waren vor der Krise 2008 bei rund 70% und in der Krise 2008 sind wir in der Spitze bis auf 82% hoch. Wir haben allerdings durch eine offensive Krisenbekämpfungspolitik es geschafft, relativ schnell wieder mit der Wirtschaft nach vorne zu kommen. Man spricht ja von dem V, nicht? Abstieg, Aufstieg, eine V-Bewegung. Manche befürchten jetzt ein U, längere Krise, oder wenn es ganz schlimm läuft, ein L, lange Krise. Das müssen wir verhindern. Mit dem V ist es gelungen, dass wir kurz vor dieser Krise jetzt tatsächlich die 60% von Maastricht erreicht haben. Wir werden jetzt möglicherweise nicht auf 90, auf 82, sondern sogar auf 90% kommen, bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Da sage ich, es ist bedauerlich, aber es ist nicht zu ändern aufgrund der Notwendigkeiten in dieser Krise. Wenn wir auf diese 90% gehen und damit die Wirtschaft in Schwung bringen und dann vielleicht in 10 Jahren wieder zurück bei den 60% sind, dann war es die richtige Politik. Es ist also nicht falsch, die schwarze Null. Es ist nicht falsch, die Schuldenbremse aus den Augen zu verlieren. Aber es wäre falsch, in dieser Krise sie mit Klauen und Zähnen zu verteidigen. Bei den Maastricht-Kriterien sind wir in Italien, glaube ich, bei über 140. Was jetzt vielleicht kein eleganter, aber ein schneller Übergang ist, um auf die europäische Perspektive, sowohl in Bürgerrechten, von Demokratie, von Verständnis, wie man die Krise nutzt oder missbraucht, wie in Ungarn, und vor allen Dingen, wie man sie gemeinsam verantwortlich finanziert. Die Corona-Bonds sind offensichtlich ja vom Tisch. Die Finanzierung, die unter dem Begriff Solidarität in Europa läuft, die meines Erachtens vor allen Dingen doch ein bisschen in einer politischen Einbahnstraße verstanden wird. Solidarität ist im Prinzip der zahlt und derjenige nimmt. So stelle ich mir Solidarität in meinem persönlichen Umfeld eigentlich nicht vor. Die Grenzöffnung, die wir heute heftig diskutiert haben, auch im Bundestag, wie sieht das wirtschaftlich, aber auch vom Europa politischen Standpunkt aus Ihrer Sicht aus? Wächst Europa jetzt in der Krise, ich glaube, so hat die FDP es formuliert, erst recht zusammen oder hat den Druck, hat den Zwang zusammenzuwachsen, oder ist es doch ein Rückfall in Nationalitäten mit geschlossenen Systemen und geschlossenen Grenzen? Also ich wäre froh, Herr Molitor, wenn Europa in der Krise zusammenwachsen würde. Die FDP tut alles dafür, dass es zusammenwachsen kann, indem wir beispielsweise, Sie haben das erwähnt, für Grenzöffnungen plädieren. Unsere Kritiker mögen uns vorwerfen, weil ihr nicht für Corona-Bonds seid, seid ihr gegen das europäische Zusammenwachsen. Aber da wird umgekehrt ein Schuh draus. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Corona-Bonds einführen würden, dann wäre das ein Wählerbeschaffungsprogramm für die AfD und für andere nationalpopulistische Bewegungen in Europa, comme il faut, weil diese Corona-Bonds eben den Nachteil haben, dass über sie auch bequem Altschulden umverteilt werden kann auf diejenigen Staaten in Europa, die besser gewirtschaftet haben. Und deshalb muss diese Solidarität sich auf die Bewältigung der aktuellen Schwierigkeiten in der Krise beschränken. Und genau das ist es, was wir ja vertreten. Wir wollen solidarisch sein, wir wollen helfen, dass es wirtschaftlich wieder vorangeht. Aber es kann nicht sein, dass manche Solidarität so verstehen, dass sie ihre Altschulden auf den deutschen oder niederländischen Steuerzahler abwälzen. Ich darf zum Schluss kommen. Die Frage, auch eine Forderung der FDP, glaube ich auch Ihre persönliche, schon seit Jahren, Abbau der Bürokratie. Da habe ich viele interessante
Veranstaltungen auf Seiten der FDP mitmachen dürfen, wenn man sieht, wie bezuschusst wird, wie Anträge laufen für unterschiedlichste Berufs- und soziale Gruppen, habe ich den Eindruck, dass Corona jetzt nicht unbedingt der Trompetenstoß für den Abbau von Bürokratie sein könnte. Das ist leider so. Das kann man ja aktuell ablesen bei der jüngsten Einigung der grün-schwarzen Koalition hier in Baden-Württemberg, dass man sich nämlich darauf verständigt hat, künftig bei Gewerbebauten eine Solardachpflicht einzuführen. Das wird nur nicht dazu führen, dass der Mittelstand schneller aus der Krise kommt. Es wird nicht dazu führen, dass mehr gebaut wird im wirtschaftlichen Bereich. Und es wird auch nicht zum Bürokratieabbau führen, sondern man muss das ja kontrollieren. Nicht die Baurechtsbehörden müssen kontrollieren, ob jeder dann ein Solardach hat, der im Gewerbebau unterwegs ist. Die Grünen wollten ja noch darüber hinaus. Sie hätten gerne jeden privaten Häuslebauer das auch noch aufs Auge gedrückt, weil sie wahrscheinlich auf den Klimawandel setzen und davon ausgehen, dass vielleicht in 20 oder 30 Jahren wir so viel Sonneneinstrahlung in Baden-Württemberg haben wie in den Ländern, wo Solar wirklich Sinn macht. Aber das ist nun leider so, dass offensichtlich an der Stelle man nicht die Corona-Krise nutzt, um Bürokratie abzubauen. Wir sehen das anders. Wir machen konkrete Vorschläge, wie beispielsweise die Abschaffung des Bildungszeitgesetzes, das nur Bürokratie verursacht und der Wirtschaft auch nicht hilft, weil die baden-württembergischen Unternehmen geben pro Jahr 4,5 Milliarden für die Fortbildung aus. Die brauchen nicht die Landespolitik, die sie mit einem Bildungszeitgesetz zur Fortbildung ihrer Beschäftigten anhält. Das wissen die selber, dass ihre Beschäftigten ihr größtes Kapital sind. Also auch da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der FDP als Partei, die Bürokratie abbauen möchte, und den Bürokratiebeschaffungsparteien CDU, SPD und Grüne. Dr. Röke, zum Schluss die Frage, die sich vielleicht ein bisschen auf den Anfang wieder zurückzieht, wo wir gesehen haben, wie schwierig das ist, in diesen Zeiten Prognosen anzustellen. Nicht nur über zweite, dritte, vierte Wellen. Trotzdem die Bitte, wenn Sie eine Prognose stellen würden, wie der Zustand in diesem Land wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch Ende dieses Jahres sein würde, wie würden Sie das einschätzen? Also ich bin ziemlich sicher, dass wir Ende dieses Jahres eine schwere Wirtschaftskrise haben in Baden-Württemberg. Wir werden feststellen, dass das Wachstum wahrscheinlich zweistellig eingebrochen sein wird. Wir werden feststellen, dass die Arbeitslosigkeit spürbar gestiegen ist. Und wir werden feststellen, dass Menschen um ihre berufliche Zukunft fürchten. Da bin ich ziemlich sicher. Ich bin nicht so sicher, was das gesellschaftliche Klima anlangt. Wenn es schlecht läuft, dann wird diese wirtschaftliche Krise dazu führen, dass wir so ähnlich wie damals in Weimarer Zeiten eine galoppierende Vertrauenskrise des politischen Systems erleben, sodass Populisten, möglicherweise eher von rechts als von links, Honig daraus saugen. Wenn es besser läuft, dann gelingt es, dass demokratische Parteien Wege aus der Krise aufzeigen und diese gut begründen, sodass die Menschen dazu motiviert werden, sich hinter den demokratischen Kräften zu versammeln und nicht Populisten nachzulaufen. Das wird unsere eigentliche Aufgabe sein. Natürlich wäre es mir am liebsten, die Leute würden sich von den Konzepten der FDP überzeugen lassen. Das wird auch meine Aufgabe sein, diese vorzustellen. Aber es wäre mir am Ende lieber, wenn das den Grünen, der CDU oder der SPD besser gelingt, als wenn am Ende dann meine hoffentlich unbegründete Befürchtung eintritt, dass die AfD durch die Decke geht, weil die Leute so frustriert sind. Da haben Sie, glaube ich, noch eine Menge zu tun, denn im März nächsten Jahres in dieser von Ihnen beschriebenen Situation wird ein neuer Landtag in Baden-Württemberg gewählt. Auch da wird man daraus ablesen können, wie sich ein Land, wie sich die Bürger, wie sich die Stimmung nicht nur von Sachargumenten, sondern auch von Gefühlen an den Urnen wieder
leiten lässt. Ich habe noch 10 Fragen in der Pipeline. Herr Dr. Rühlke hat sich bereit erklärt, die Fragen dann im Nachhinein dieses Seminars, das wir jetzt langsam beenden wollen und müssen nach der Stunde, zu beantworten. Ich darf für diesen Parcours von den Bürgerrechten über die Wirtschaft, über soziale Herausforderungen, Finanzpolitik und ein gestreiftes Europaproblem recht herzlich danken für den Anfang der Präsentation. Aber ich glaube, ich habe Sie ja gesehen, wir haben das alles gut auch ohne untergekriegt. Ich darf, wie gesagt, nochmal der Naumann-Stiftung danken für dieses Gespräch und möglicherweise, so wie es am Anfang angekündigt wurde, bis zum nächsten Mal in Ihrer Serie es so zu machen, wird es ja noch ein bisschen weitergehen, nehme ich an. Danke, ich danke auch ganz herzlich Ihnen, Herr Molitor, für diese erkundige und professionelle Moderation, Herrn Papesch für die Organisation und allen Teilnehmern und bin gerne bereit, wie gesagt, wenn man mir die Fragen per E-Mail zuleitet, sie alle dann auch relativ zeitnah noch zu beantworten. Also dann bleiben Sie gesund. Ebenfalls, danke.